Wir kommen nun zur zweiten, zum Thema Springer-Chef zeigt elitäre Verachtung Ostdeutscher, Geringschätzung und Benachteiligung des Ostens endlich beenden. Das ist eingebracht von der Fraktion Die Linke und deshalb beginnt sie auch mit der Debatte. Danach folgen CDU, AfD, Bündnis Grüne, SPD. Herr Abgeordneter Gebhardt. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Schmidt sprach gerade von einem emotionalen Thema, was wir hatten. Ich glaube, das Thema, was wir jetzt aufgerufen haben, ist auch ein emotionales Thema, was zumindest bei vielen auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja immer eine Rolle gespielt haben. Und es auch, um es gleich zu Beginn zu sagen, Herr Hartmann, sage ich jetzt für Sie, mich kann Springer-Chef persönlich nicht beleidigen, da müssen dann tatsächlich schon andere kommen, aber er hat tatsächlich Millionen Menschen in Ostdeutschland herabgewürdigt und deswegen halten wir diese Debatte für notwendig und für richtig. Auch, und er hat vor allen Dingen eine Sache öffentlich gemacht, nämlich wie gewisse Eliten, insbesondere der alten Republik, immer noch über den neuen Teil der Republik denken. Ossis sind lästig, sie sind hungrig, sie sind undankbar und dann wählen die auch noch komisch. Vor 30 Jahren gingen die meisten Menschen, die in der DDR wohnten, mit Zuversicht und Neugier in die deutsche Einheit. Es gab Erwartungen an Selbstverständlichkeiten. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Ausbildungs- und Karrierechancen, Rentner, die im Alter ein würdevolles Leben sichern. Bis heute haben sich für zu viele Menschen diese und weitere Erwartungen nicht erfüllt oder konnten sich nicht erfüllen. Bis heute lässt man die ökonomische Übermacht des Westens den Menschen im Osten spüren. Ostdeutschland ist Gegenwart. Es ist nicht nur ein Geschichtsprojekt zur Aufarbeitung von Historikerinnen und Historikern. Ostdeutschland ist auch nicht nur ein geografischer Begriff. Er ist schon seit langem auch ein Begriff für Benachteiligung, aber auch für eine Art ostdeutsche Identifikation, die es übrigens vor 1990 nicht gegeben hat. Viele Menschen in Ostdeutschland haben sich im Sommer und im Herbst 1989 gegen Gängelei, Überwachung und Unterdrückung aufgebäumt. Und manche wollten einfach nur ein schöneres Leben. Aber es gab auch eine mutige, wenn auch sehr kleine Reformbewegung eines demokratischen und ökologischen Sozialismus. Kurzzeitig gab es die Suche nach dem sogenannten dritten Weg. Die Suche nach dem Ideal des Privateigentums nicht über alles zu erheben, aber es auch nicht in Bausch und Bogen zu verdammen und gleichzeitig wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens dem Markt entzogen zu bleiben. Diese Chance war nicht gewollt, nicht von der Mehrheit im Osten und schon gar nicht im Westen. Die Deindustrialisierung des Ostens hat in den 90er Jahren die Grundlage einer eigenständigen Entwicklung zerstört. Grundlage dafür war eine desaströse Treuhandpolitik, welche von der Politik vorgegeben war. Was blieb, waren überwiegend verlängerte Werkbänke. Die Übernahme von Betrieben durch einheimisch leitende Fachkräfte war eher die Ausnahme. Auswirkungen spüren wir bis heute. Es sind nicht nur die ökonomischen Kennziffern, die immer noch eine innerdeutsche Grenze ziehen, es sind auch Menschen wie Döpfner und seine politische Agenda. Gewöhnlich sind es ja Reporter der Bild-Zeitung, die im Privatleben von Prominenten herumschnüffeln. Nun hat sich der Spieß einmal umgedreht. Es wurden Privatnachrichten von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Konzerns, veröffentlicht. Zitat unter anderem: Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, dazwischen tun sie es nicht, eklig. So das Zitat kann man bei Döpfner lesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jemand, der so denkt, der sollte nicht eines der wichtigsten Medienhäuser in der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Der Mann, der Ostdeutsche über Demokratie und Marktwirtschaft belehren will, verdankt im Übrigen sein Milliardenvermögen einem Aktienpaket, das ihm die Witwe von Axel Springer geschenkt hat. Wegen eines Schlupflochs im Steuerrecht musste Döpfner für Aktien im Wert von 1 Milliarde keinen Cent Steuerschenkung bezahlen. Es geht bei unserer beantragten aktuellen Debatte aber um mehr als nur um die Verfehlung eines mächtigen Mannes. Matthias Döpfner ist nur ein Beispiel dafür, dass es in der Eliten der Bundesrepublik noch immer zu viele Leute gibt, die von Ostdeutschland keine Ahnung und für das Lebensgefühl der Ostdeutschen nichts übrig haben. Ostdeutsche selbst sind in den Spitzenpositionen hingegen auch 30 Jahre später nach der Vereinigung noch immer kaum vertreten, in der Wirtschaft genauso wenig wie in der Verwaltung, der Justiz, der Wissenschaft und der Kultur und das sogar in den ostdeutschen Bundesländern selbst. Die Gesellschaft wird von denen gespalten, die Ungleichheit verschweigen und nicht von denen, die sie kritisieren.
Wir Linke kämpfen schon immer gegen die Missachtung und die Benachteiligung der Biografien der Menschen, die in Ostdeutschland leben, weil wir gegen Ungerechtigkeit kämpfen, wo auch immer sie sich zeigt. Das sind keine Jammer-Ossi-Debatten, sondern hier geht es um ein besseres, ein gerechteres und ein wertschätzendes Leben für Millionen Menschen, die bei uns hier im Osten leben. Mehr dazu in der zweiten Runde von Frau Neuhaus-Wachenberg. Vielen Dank. Und der Herr Vogt von der CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Herr Töpfner in seinen privaten Nachrichten zu den Ostdeutschen so von sich gegeben hat, das ist für uns alle inakzeptabel. Da sind wir uns auch alle einig, das hat er auch eingesehen. Verallgemeinerungen, Vorurteile, Verunglimpfungen, das brauchen wir nicht. Das sage ich sowohl an die Adresse des Springer-Chefs, das sage ich aber auch in Ihre Richtung, Kollege Gebhardt. Die im Zeitartikel abgedruckten Aussagen zum Anlass zu nehmen, aus einem Einzelfall eine Generalisierung zu bauen und das Thema Geringschätzung und Benachteiligung des Ostens zum Gegenstand einer Landtagsdebatte zu machen, ist mit Verlaub Unfug. Zur Erinnerung, mit der Veröffentlichung der durchgestochenen Nachrichten soll dokumentiert werden, welcher Stil innerhalb dieses Medienkonzernes herrscht. Und deshalb sehe ich auch zuerst den Verlag, die dazugehörigen Medien, selbst in der Verantwortung, das einzuordnen, es aufzuarbeiten und natürlich auch die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber Herr Kollege Gebhardt, warum machen Sie nicht den zweiten Teil Ihrer Debatte zu Ihrem Arbeitsaufgabe? Geringschätzung, Benachteiligung des Ostens endlich beenden. Wann stellen Sie sich endlich dieser Aufgabe? Sie reden den Menschen seit 30 Jahren ein, sie seien Opfer. Sie ignorieren die Aufbauleistungen der Menschen in diesem Land. Die Arbeit der CDU mit einem Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf, der den Sachsen ihren Stolz zurückgab. Wenn Sie heute davon sprechen, die Menschen sind abgehängt, weil sie zum Beispiel geringere Vermögen als die Westdeutschen haben, dann sind das nicht die Auswirkungen von 30 Jahren harter Aufbauarbeit, sondern das ist das Ergebnis von 40 Jahren Sozialismus. Und das Schlimme daran ist, dass Sie damit die Würde der Sachsen mit Füßen treten und Sie keinen Respekt vor der Leistung der vielen engagierten Menschen in diesem Land haben. Lassen Sie es sein, den Sachsen zu sagen, der Westen, irgendwelche Eliten oder sonst wer würde Sie nicht ernst nehmen. Schämen Sie sich dafür. Ich frage mich, was schlimmer ist, verwirrte nächtlichen SMS eines Verlegers oder das bewusste sich zum Opfer machen von das Kleinhalten von Ostdeutschen durch die Linken. Und warum verkennt die Linke die Erfolgsgeschichten vieler Sachsen? Die mittelständische Unternehmen gegründet, Eigenheime gebaut, Wohlstand vermehrt und mit ihrer Arbeit den Freistaat Sachsen zu einem Erfolgsmodell unter den ostdeutschen Bundesländern gemacht haben. Warum ist die Linke daran interessiert, Menschen Freiheit und Eigenverantwortung für ihre Lebensgestaltung zu nehmen und sie stattdessen zu einer grauen Masse von Abgehängten zu erklären? Die sich selbst klein machen, diesen Opfermythos neues Leben einzuhauchen. Das hört man ja oft auch von der AfD. Mal sehen, ob ich recht behalte, Sie reden ja gleich. Ich kann nur sagen, wenn ich auf diesen Freistaat schaue, wenn wir auf den Wiederaufbau blicken, wenn wir darauf schauen, was wir hier gemeinsam geleistet haben, dann schütteln die meisten Sachsen nur den Kopf über solche Plattensprüche. Arbeiten Sie lieber daran mit, dass wir die Erfolgsgeschichte Sachsens weiterschreiben, unser Selbstbewusstsein auch gegenüber solchen vermeintlichen Angriffen gegen unsere Identität unbeschadet widerstehen. Ich persönlich hätte mir einen Debattentitel von Ihnen gewünscht, der die Realität widerspiegelt. Zum Beispiel Sachsen, viel erreicht, weiter so. Denn die Zahlen und Fakten sagen es ja deutlich. Derzeit eine Arbeitslosigkeit von 6,3% im Freistaat in einer Zeit, die alles andere als krisenfrei ist. Wenn Sie sich noch an die 1990er Jahre erinnern, dann denken Sie an Massenarbeitslosigkeit. Oder in Sachsen haben wir 150.000 kleine und mittelständische Unternehmen. Die wurden in den letzten 30 Jahren hier gegründet und bilden heute das Rückgrat unserer Gesellschaft. Das sächsische Bildungssystem zählt bundesweit zu den besten und ist jedes Jahr bei den Bildungsrankings stets ganz vorn. Kollege Gebhardt,
Die propagierte Geringschätzung, die Sie hier haben, damit identifizieren wir uns nicht. Nicht als CDU-Fraktion, nicht als Mitte der Gesellschaft und das tut auch die Mehrheit der Sachsen nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sehen und erkennen an, was die Menschen hier in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Und sie haben sehr viel Mut bewiesen. Und die sächsische Band Silbermond schreibt in einem ihrer Lieder: Die mit den guten Geschichten sind immer die Mutigen. Und Herr Gebhardt, wenn Sie sich das nächste Mal über Herrn Töpfner ärgern, dann schreiben Sie besser einen Leserbrief. Vielen Dank. Und die AfD-Fraktion, Herr Abgeordneter Barth. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mit der aktuellen Debatte appellieren die Genossen der Linken, die Geringschätzung und Benachteiligung des Ostens endlich zu beenden. Und mein lieber Herr Gebhardt, appellieren Sie da vor allen Dingen mal zuerst in Ihren Reihen gegen die Geringschätzung der Sachsen von Abgeordneten aus Ihrer Fraktion. Da haben wir beispielsweise die Antifa-Aktivisten Böhme und Nagel, die in Deutschland im Allgemeinen kein gutes Haar und in Sachsen auch kein besonders gutes Haar lassen. Oder vergessen wir nicht die heute leider nicht anwesende Antifa-Anfragenkönigin Kerstin Köditz, die keine Gelegenheit auslässt, mit zusammengekniffenen Augen im Fernsehen wieder ermahnt, den Zeigefinger zu erheben, wenn die Demokratie von einer Gruppe Jugendlicher gerettet werden muss, die am Wochenende im Garten zum Beispiel eine CD mit möglicherweise umstrittenem Liedgut gehört hat. Am Ende kam wahrscheinlich sogar die Worte Heimat, Vaterland drin vor und im schlimmsten Fall sogar unmittelbar nacheinander. Und wenn sich das abschließend nicht aufklären lässt, könnte ja die nächste kleine Anfrage von Frau Köditz Licht in das dunkeldeutsche Sachsen bringen. Meine Damen und Herren, solange Sie von den Linken nicht damit aufhören, Sachsen pauschal als Hort des Faschismus, solange Sie weiter nicht damit aufhören, auf jede rechte Mücke eine Herde Antifa-Elefanten zu schicken, solange Sie nicht aufhören, weiterhin das Nest der Sachsen in dieser Art und Weise zu beschmutzen, solange haben Sie jedes Recht verloren, in einer Debatte ernsthaft genommen zu werden, in der Sie sich angeblich um die Geringschätzung des Ostens zu sorgen. Die Menschen in Sachsen brauchen aber keine allgemeine Jammer-Ossi-Debatte, sondern sie wussten schon immer, sich selbst zu helfen. Auferstanden aus Ruinen, den Ruinen von 40 Jahren Sozialismus, haben sie in den 90er Jahren tatsächlich fast einen blühenden Freistaat Sachsen aufgebaut. Und das ganz ohne gendergerechte und querkompatible Sprache, ohne sich ausreichend darüber Gedanken zu machen, ob denn 4 oder 5 Geschlechter ausreichend sind, um die Welt zu erklären. Oder vielleicht sogar derer 72 benötigt werden. Nein, die Sachsen haben mit ihrer eigenen Hände Arbeit, Mut, Zuversicht, Unternehmergeist und mit einem erwachsenen Selbstvertrauen geschaffen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Sachsen in dieser Zeit von einer Regierung noch in Ruhe gelassen wurde und sogar positiv begleitet wurde. Diese Zustände gehören bekannterweise der Vergangenheit an, seit vermeintlich die weltverbessernde Geisteswissenschaftler beharrlich daran arbeiten. Und dennoch lassen sich die Sachsen nicht von ihrem Weg beirren. Sie bieten die Stirn, haben ihre Protestkultur nicht verloren, wenn sich die Regierenden wieder einmal zu weit von dem entfernt haben, was die Bürger wollen. Aber, Herr Gebhardt, die Sachsen dulden kein Linkes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles wollen sie mit Farbe beleben. Doch an einer guten Regierung fehlt es im Revier. Sie wählen die AfD dafür. Und die Bündnisgrünen bitte. Herr Löser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gut, dass das der arme Goethe
nicht hören musste. Springer-Vorstandsvorsitzender Herr Döpfner hat in Privatnachrichten Einblick in seine emotionale Blitzableiterfunktion gegeben und dabei offenbart, wie er über bestimmte Themen denkt. Man glaubt ja immer, die Bild-Zeitung sei euphemistisch formuliert schon ganz nah dran und direkt und ungefiltert am Gefühlsleben der Menschen. Aber nein, es geht eben immer noch ehrlicher. Herr Döpfner hat nebenbei bemerkt, nicht nur alle sogenannten Ostdeutschen als Faschisten oder Linksradikale diskreditiert. Er hat Minderheiten verunglimpft, die parlamentarische Demokratie in Frage gestellt. Und er hält Bundeskanzlerin Merkel für irre und gefährlich. Und wir erfahren, dass bei der Bild journalistische Beiträge so eine Art Werbeanzeigen für die FDP sind. Nun ist das ja bei der Bild nichts Neues. Und spätestens seit dem Erscheinen von Heinrich Bölls Buch »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum 1974 weiß die deutsche Öffentlichkeit, wie es um Recherche, Wahrheit oder einfach nur Anstand bei Bild steht. Auch kann ich gern, wenn es interessiert, kurz zur Kenntnis geben, was die Bild letzte Woche so an Schlagzeilen in Richtung Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen verbreitet hat. Heizhammer ist Atombombe für unser Land. Heizhammer sprengt den Sozialstaat. Unsere Mieten werden explodieren. Atombombe, sprengen, explodieren. Das sind so die bevorzugten Wortschöpfungen in Richtung Grüne. Und den einen oder anderen habe ich gedanklich schon ein bisschen bei diesen Worten auch nicken hören, anerkennend. Und ich freue mich, wie Sie hier alle gemeinsam über den Herrn Döpfner losziehen. Und wo wir gerade dabei sind, auch unser verehrter Herr Ministerpräsident, war sich ja in der Wochenendausgabe der Bild-Zeitung nicht zu schade, ähnlich martialische Worte in Richtung Grüne zu finden. Ich zitiere: Die Politik der Grünen ist ökologischer Irrsinn. Die Pläne dieser Regierung führen zu Aufruhr in der Bevölkerung. Beifall belegt. Die Menschen wenden sich ab, weil sie Angst bekommen. Und das meine ich ernst, vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Bedrohungslage in grünen Abgeordnetenbüros und mittlerweile fast wöchentlicher Angriffe auf grüne Büros. Aber es ist doch klar, was so viel Angst macht, bei so viel Irrsinn, bei so viel Grund zur Aufruhr, da wird man sich doch als Bürger noch wehren dürfen. Ist ja bloß der Koalitionspartner in Sachsen, der den Ministerpräsidenten ganz nebenbei bemerkt, mitgewählt hat. Was glaubt der Ministerpräsident eigentlich, wer ihn das nächste Mal wieder ins Amt wählen wird? Nun bin ich ja ehrlicherweise weit abgeschwiffen, denn ich wollte eigentlich nur die Frage stellen, warum regt uns denn der Herr Döpfner so auf mit seinem Ostbashing? Neu ist das ja alles nicht. Es regt uns auf, weil es genau das ist, was in Dirk Oschmanns Buch »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung« als immer wiederkehrende journalistische Abwertungsbeschreibung des Ostens, der dann meistens als ganz besonders schlimmen Osten Sachsen meint, gezeichnet wird. Herr Döpfner tut uns ja geradezu eine Woche nach Erscheinen des Buches von Dirk Oschmann den Gefallen, genau dieses Vorurteil zu bestätigen. Bessere Werbung geht nicht, und das, obwohl das Buch schon vorher zum Bestseller avancierte und in zahlreichen Zeitungen besprochen wurde. Bevor ich zu den Thesen aus Oschmanns Buch komme, will ich noch einmal den Begriff Ostdeutschland hinterfragen. Ich selbst bin 1972 geboren, war also 89, 17 Jahre und habe mich nie vordergründig als Ostdeutscher gesehen. Abgesehen von den eher nervigen Ossi-Retrowellen habe ich das immer als Nachwendekonstruktion verstanden. Ich nehme aber wahr, es gibt eine Debatte zu dem Thema auch in der jungen Generation im Osten. Ich habe mal unsere Tochter gefragt, sie ist 16, ob sie mit dem Begriff Ostdeutschland etwas anfangen kann oder ob das in ihrer Generation in der Selbstbeschreibung irgendwie eine Rolle spielt. Und ihre Antwort war schlicht und ergreifend, ja, vor allem wenn sie in Westdeutschland ist und mit permanent krassen Vorteilen, wie bist du auch, wie alle Ossis ein Nazi, sind deine Eltern Nazis, konfrontiert wird. Zum Glück kann sie dann immer glaubhaft Nein sagen. Aber klar wird, es ist eine Abwehrdiskussion und ostdeutsche Herkunft wird als Makel beschrieben. Die alte Hoffnung, wir warten einfach mal 30 Jahre ab und irgendwie hat sich das dann mit dem Osten erledigt, geht also nicht auf. Welche politischen Problemfelder beschreibt denn Dirk Oschmann in seinem Buch und was sozusagen die strukturelle Benachteiligung des Ostens, die er da debattieren möchte? Ich nenne mal vier. Einkommensunterschiede Ost-West. Nach 33 Jahren deutsche Einheit 22% weniger im Osten. Das Thema Besitz, Vermögen, Vererbung, Immobilien. In Dresden knapp 40% der Immobilien in westdeutscher Hand, in Leipzig deutlich mehr. Man stellt sich das mal umgedreht in München vor. Führungspositionen in Hochschulen, Unternehmen und Vorstandsposten. Und, das halte ich auch für relevant, eine einseitige Berichterstattung in führenden deutschlandweiten Medien über den Osten. Interessant ist ja, was machen wir mit diesen Feststellungen, was leiten wir politisch dazu ab? Dazu gibt Herr Oschmann auch wenig Antwort in seinem Buch, dazu in der zweiten Runde mehr. Eins ist mir aber jetzt schon wichtig zu sagen, bitte keine pauschalen Wessi-Bashings, denn es gibt unzählige sogenannte Wessis, die sich hier im Osten für Sachsen
und für die Demokratie stark machen. Vielen Dank. Und von der SPD-Fraktion, Herr Abgeordneter Richter, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schwestern und Brüder aus dem Osten und aus dem Westen Deutschlands. Die Kollegen der AfD werden damit leben müssen, dass jetzt ein Geisteswissenschaftler spricht und übrigens ein Geisteswissenschaftler, der für sich in Anspruch nimmt, durchaus das eine oder andere für die Entwicklung Sachsens und auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vernünftig getan zu haben. Vielleicht können auch Sie das, Herr Barth, bei der nächsten Gelegenheit einmal relativieren oder einordnen. Das würde Ihnen guttun. Ich wiederhole, was schon gesagt worden ist. Wenn der Döpfner meint, Ostdeutsche geringschätzen zu können oder beleidigen zu müssen, mich trifft er damit nicht. Insofern hätte ich mir die Debatte auch sparen können, Herr Gebhardt, oder wir hätten sie ganz anders ansetzen können, nur wegen des Amüsements, das ja in diesem Hause manchmal etwas zu kurz kommt, darf ich aber eine eigene, wirklich ganz lustige Beleidigungsgeschichte vortragen. Ungefähr vor 2 Jahren, ich saß beim Frühstückstisch, hatte ausnahmsweise Zeit, das Telefon klingelt, ein Meinungsforschungsinstitut aus Bielefeld. Ich soll doch mal bitte, ob ich Zeit hätte, sagen, wie ich die Corona-Schutzmaßnahmen der verschiedenen Regierungen einschätze. Gut, ich habe Zeit, ich antworte Ihnen gern. Vorfrage, sind Sie in der Bundesrepublik Deutschland geboren oder sind Sie in der EU geboren oder sind Sie im europäischen EU-Ausland geboren oder sind Sie sonst irgendwo auf der Welt geboren? Ich habe der Dame aus Bielefeld gesagt, ich bin in der DDR geboren. Antwort, das habe ich hier auf meinem Zettel nicht. Ja, das war da nicht. Ich habe der Dame sozusagen das gar nicht übel genommen. Der Professor aus Bielefeld wird ihr den Zettel wahrscheinlich geschrieben haben. Ich habe gesagt, das Gespräch ist beendet. Wenn Sie an diejenigen denken, die vielleicht auf den Falklandinseln geboren sind und hier eine Antwort geben sollen, aber nicht an diejenigen, die in der DDR geboren sind, dann kommen Sie möglicherweise zu völlig falschen Ergebnissen. Ich glaube, das ist es, dass er Demütigende im kulturellen Umgang von den sozioökonomischen Daten, verstehe ich nicht so viel wie Sie vielleicht, Herr Gebhardt, das ist es, was übrigens Herr Dirk Oschmann in seinem bisher, glaube ich, mit 60.000 Exemplaren verkauften Buch zum Ausdruck bringt. Herr Vogt, das machen Sie sich ein bisschen einfach. Wenn sich ein Buch diesbezüglich verkauft, man muss dem Dirk Oschmann, mit dem ich persönlich gesprochen habe, nicht recht geben. Aber da ist irgendein Problem. Und ich glaube, das sollten Sie ernster nehmen, als in Ihrer Rede zum Ausdruck gekommen ist. Ich habe in meinem geisteswissenschaftlichen Studium gelernt, bevor du die Welt retten kannst, was wir ja hier alle versuchen, wirst du mal versuchen, Begriffe zu retten. Begriffe müssen präzise formuliert sein, damit sie dann für die Debatte taugen. Ich darf mal 2 Begriffe, die die Debatte ermöglicht, es aufs Korn nehmen. Die undifferenzierte Verwendung des Begriffes Unrechtsstaat. Ich halte diese Verwendung dieses Begriffes, über den man diskutieren kann, meistens nur geeignet für die politische Debatte als politischer Schlagbegriff. Nicht nur, weil ich letzte Woche das letzte Dokument der DDR, das mir staatlicherweise ausgestellt worden ist, ich darf es leider nicht hier hochhalten, nämlich meine Fahrerlaubnis mit dem Stempel der DDR abgeholt habe, habe ich doch mal wieder festgestellt, dass die DDR durchaus einige Dokumente ausgestellt hat, mein Abiturzeugnis, mein theologisches Abschlusszeugnis, die geeignet waren, rechtsstaatlich verwendet zu werden. Meine Damen und Herren, vielleicht hilft uns ein wenig mehr Differenzierung. Wenn die DDR von uns als Unrechtsstaat verwendet wird, bezeichnet wird, dann dürfen wir hinzufügen, dass es in der DDR auch sehr viel Recht gab. Und wenn die Bundesrepublik von uns als Rechtsstaat bezeichnet wird, da bin ich ja sofort dabei, dann dürfen wir hinzufügen, dass es auch in dieser Bundesrepublik viel Ungerechtigkeit gibt. Geht es auch ein bisschen differenzierter, meine Damen und Herren? Das Zweite ist der Begriff der
Wiedervereinigung, der taugt sich für die, ist tauglich für die Sonntagsreden. Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes ist das, was die DDR getan hat. Vielleicht hätten Sie auch besser über die DDR sprechen können und über die Bedeutung. Die DDR, ich bin, wenn Sie so wollen, kein Ossi. Mit dem Begriff Ostdeutscher habe ich mich niemals identifiziert. Ich bezeichne mich gern als Bundesbürger mit Migrationshintergrund. Zwar ist das Land, in dem ich damals lebte, immer noch dasselbe, meine Heimat, aber dieses Land ist in eine andere Gesellschaft migriert. Und insofern habe ich Erfahrung mit Migrationshintergrund. Ich bin stolz darauf. Ich habe vielleicht mehr persönlich beigetragen zu dieser Tanz des Grundgesetzes, gerade auch durch den Beschluss der Volkskammer. Zum Ende dann kommen. Oh, dann habe ich hier eine falsche Angabe. Die Zeit ist vorbei. Das ist bedauerlich. Ich kann wiederkommen. Ich bin Ihnen dankbar für die Debatte. Sie war unterkomplex und ich glaube, wir können viel mehr daran machen, auch im Sinne derjenigen, die ich für dieses Land auch im Osten einsetze. Vielen Dank. Hallo, ich bin die Präsidentin im Moment. Es sind immer 5 Minuten nur, deswegen. So, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in die zweite Runde. Frau Neuhaus-Wartenberg, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, gleich zu Anfang, Herr Vogt, möchte ich sagen, ich habe den Eindruck bei Ihrem Redebeitrag, dass Sie in einem völlig anderen Sachsen leben als ich. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht daran liegt, dass Ihre Partei nun mittlerweile in Sachsen seit mehr als 30 Jahren regiert. Und vielleicht ist das ein Hauch zu lang. Wir haben als mit unseren Vorgängern Parteien Erfahrungen mit sowas, das muss man so sagen. Das ist nur ein Tipp. Genau so ist es. Das werden wir nächstes Jahr tun. Ja. Wir haben den Osten zur aktuellen Debatte gemacht und ja, ich weiß, dass das Leute nervt und ja, auch ich bin genervt, aber vor allem von der Art und Weise, wie diese Debatten überall geführt werden, nämlich davon, dass Akteure wie der Springer-Konzern so eine große Macht haben und seit Jahrzehnten dazu beitragen, die Stimmung zu vergiften. Davon, dass genau diese Döpfners über Jahre hinweg eine Ossi-Feindlichkeit propagieren, die seinesgleichen sucht. Davon, dass in meiner Welt normalerweise derartige Äußerungen eigentlich gar kein Niveau sind, was einer Debatte wert wäre und es dort dennoch einen riesigen Aufschrei darüber gab. Und dann komme ich zu dem Schluss, dass die ganze Debatte nicht zeitgemäß, aber eben doch nötig zu sein scheint. All das ist zutiefst frustrierend und ich merke, wie widersprüchlich auch ich reagiere. Mal fühle ich mich in eine Position gedrängt, die entweder aus Verteidigung oder Kritik besteht. Mein Blick, und ich bin mir sehr sicher, dass es einigen oder sogar vielen Ostdeutschen genauso geht, ist ein einziger Widerspruch. Und ich denke, das ist in Ordnung. Das gehört zu meiner Biografie und das gehört auch zu einer ostdeutschen Biografie und zu einer ostdeutschen Biografie auch meiner Generation gehört eben auch das Leben in der DDR. Eine Erzählung, die heute geprägt ist von Begriffen wie, alles zu kurz gesprungen, was ich jetzt sage, ist aber eine aktuelle Debatte, geprägt ist von Begriffen wie Stasi, Honecker, Schießbefehl, ganz lächerlich auch über Bananen, Sächsisch, Trabi und die Gegenerzählung, Ostalgie genannt, ausschließlich positive Erinnerungen an die Zeit der Sorglosigkeit und sozialen Sicherheit, ein Ausdruck der Definition von Glück. Die Welt ist eben nicht schwarz oder weiß, war sie auch vor über 30 Jahren nicht. Widersprüche wie Verzweiflung und Hoffnung gehen dort eben Hand in Hand. Wir brauchen über die Zukunft nicht reden, wenn wir die Geschichte nicht verstanden haben. Es gehört zur Wahrheit der verpassten Chancen dazu, dass sich zwei Staaten eben nicht auf Augenhöhe vereinigt haben. Es gehört auch dazu, dass im Westen nach dem Krieg die Demokratisierung mit Wohlstand einherging. Im Osten nach 1989 war sie mit häufigem Verlust von Status und Wohlstand verbunden. Und dass eine echte Transformation bis heute in ein geeintes Europa leider für viele immer noch ein Elitenprojekt geblieben ist. An der Stelle geht es immer auch um das über sich selbst Nachdenken. Auch hier im Hohen Hause. Das würde einigen gut zu Gesicht stehen, Herr Vogt. Was war das, diese DDR? Was war das in den letzten 30 Jahren nach der Wiedervereinigung? Was sagt das alles über unsere Demokratie heute? Und dann, ja, Döpfners Zuschreibung, die kriegen das im Osten nicht hin, die sind zu blöde zu allem. Wer urteilt hier eigentlich über wen? Ich darf sagen, ja, wir haben im Osten ein Demokratieproblem.
Und wer die Demokratiefeindschaft unbeirrt und ausschließlich, Herr Vogt, der DDR zuschreibt, begeht riesengroße Fehler, meiner Meinung nach. Erstens, er negiert die im Osten lebenden Menschen, indem er die Erfahrung, die sie seit 1989 sammelten, für irrelevant erklärt, so als hätte das Sein nicht eben auch das Bewusstsein bestimmt. Zweitens, die Biografien in der DDR sind für die Leute nicht nur widersprüchlich, nicht nur Ballast, der weg muss. Und drittens, werden Ungerechtigkeiten, Kränkungen, die mit dem Umbruch einhergingen, zahllose Menschen aus der Bahn warfen, sie zu Bürgern zweiter Klasse stempelten, zumindest im Lebensgefühl, gerechtfertigt. Ich warne davor, das notorisch auszublenden. Es sind Wunden, die sind tief. Der Frust der Leute sitzt eben auch tief. Und die Sorge, dass sie den Frust an ihre Kinder weitergeben und diese zu Antidemokratinnen und Antidemokraten werden lassen. Etliche Unternehmen, das stimmt, produzieren neue Ideen mit modernster Technik und sind wettbewerbsfähig. Oft spielt da Ost und West überhaupt keine Rolle. In Kunst und Kultur wird ein neues, ein anderes, ein progressives Bild vom Osten gezeichnet. Fast überall sehen wir sanierte Häuser und Städte, eine neue oder neu ertüchtigte Infrastruktur. Trotzdem bleibt eins, beim Gucken fragen sich die Leute, wem gehört das und wer verfügt effektiv darüber. Und das eben nicht, es gehört nicht dem Osten. Daran wird sich auch absehbar nichts ändern. Das ist quasi aufholen, ohne einzuholen. Das kann auch durchaus mit politischem Verdruss einhergehen. Und dadurch fragen sich immer mehr Menschen, wie kann es sein, dass wir strukturell aufholen, man uns kulturell aber immer noch nicht als zugehörig betrachtet. An blühende Landschaften zu erinnern und an ihre Dankbarkeit zu appellieren, auch wie der Herr Vogt, fruchtet ebenso wenig wie der Versuch, die Frauenemanzipation mit dem Verweis auf ihre bisherigen Erfolge abzufrühstücken. Bitte zum Ende. Diese Pflichtübung von Festreden und zu Jubiläen verfehlt regelmäßig ihren Zweck und kann daher getrost entfallen. Ein letzter Satz. Nationalstolz und Volkstümelei samt wehender Flaggen sind ganz sicher keine Antwort. Wir brauchen eine neue gemeinsame Klammer, die kann meiner Meinung nach nur Demokratie, Beteiligung und sich einmischen heißen. Herzlichen Dank. Und die CDU-Fraktion? Herr von Breitenbuch, bitte. Ja, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt den Spruch Freund, Feind, Parteifreund. Und anscheinend kann man ihn erweitern auf Freund, Feind, Chatfreund. Denn das ist ja der Ausgangspunkt Ihrer Debatte, dieses Durchstechen aus einem vertrauten Chat. Und ich halte das für keine gute Basis, diese Debatte zu führen, die auf jeden Fall geführt werden muss, keine Frage. Die unbestritten entgleisende Äußerung, die wir dort heute als Ausgangspunkt haben, die Ursache war nichts Aktuelles, sondern es war die Thüringenwahl 2019. Das Ergebnis, diese Zäsur und ein Tiefschlag für viele, die an der Wiedervereinigung damals und heute und deshalb eben auch beteiligt sind, emotional beteiligt sind und eben auch leiden, wenn es schwierig ist. Dass die AfD und die Linke in der Thüringen-Situation so wichtige und entscheidende Rollen einnehmen konnten, war für uns unfassbar. Und daran kann man auch leiden, das will ich deutlich sagen. Und so geht es mir auch, das will ich deutlich sagen. Nur bin ich offensichtlich nicht so chat-emotional, und ich habe auch nicht solche Chat-Freunde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Zeit nach Ostern und da gibt es in der Bibel den heiligen Thomas, der den Finger in die Wunde legt. Solch eine Wunde gibt es, wir spüren sie alle deutlich. Und darüber können wir auf jeden Fall auch reden, liebe Linke. Auch wir als CDU haben dazu immer wieder etwas zu sagen. Mehr als 30 Jahre später schütteln wir immer noch die Köpfe übereinander oder machen Witze oder haben Wutausbrüche. Wie in Familien, wenn Menschen sich viel bedeuten, sich so gut kennen und wo es dann auch immer wieder schwierig ist. Und es ist so, wir in Sachsen haben andere Prägungen, andere Sicherheiten und Unsicherheiten, andere Blicke auf aktuelles Geschehen, was nicht falsch ist, oft klarer und sensibler. Zwischen den Buchstaben lesen, das wurde geübt und erfahren in der Diktatur. Und die Erfahrung natürlich der Aufbauzeit der letzten gut 30 Jahre. Daraus ist eine besondere Mündigkeit erwachsen, die keine westdeutsche Verachtung verdient.
und Verachtung erleben wir bis heute. Wenn meine Kinder in Westdeutschland gefragt werden, ob es hier wirklich Nazis und Kommunisten in Überzahl gibt, wenn meine Frau und ich in Westdeutschland gefragt werden, ob man hier überhaupt leben kann, dann sticht das immer wieder tief ins Herz. Auch diese Wunde schließt sich aber, das habe ich gerade bei der Feuerwehrhilfe nach der Flut im Ahrtal, im Rheinland und Nordrhein-Westfalen erfahren. Sachsen helfen dort, haben geholfen, kompetent und tatkräftig. Ein besseres Zeichen aus Sachsen, aus Ostdeutschland, konnte es nicht geben. Augenhöhe, miteinander, wiedervereinigt. Dafür herzlichen Dank allen Helfern in dieser westdeutschen Flut. Noch ein Wort zu Axel Springer. Axel Springer ist immer für die Wiedervereinigung für Israel ja auch eingetreten. Und das gilt bis heute. Bildhaft dafür ist das Springer-Konzernhochhaus ja gebaut worden, im damaligen West-Berlin, nahe an die Mauer, ein Neubau in 60er Jahren, den Finger weiter in die Wunde legend der geteilten Stadt und auch Deutschlands. Zeitspiegel und Stern blieben im Westen, in Hamburg, weit weg und politisch näher an der SED und dachten gar nicht daran, an so ein Projekt. Dieser Streit scheint ja auch bis heute weiterhin Wirkung zu haben. Wir als CDU werden Matthias Döpfner einladen, ihn nach Sachsen einladen und miteinander, nicht übereinander sprechen. Er wohnt in Potsdam, insofern ist sein Weg auch nicht so weit zu uns. Herzlichen Dank. Und die AfD-Fraktion, Herr Abgeordneter Barth, bitte. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist nicht nur Springer Verlag und Döpfner. Sigmar Gabriel, bei uns zu Hause würde man sagen, das ist Pack, was sich hier herumgetrieben hat. Armin Laschet, ganze Landstriche haben nicht gelernt, vor anderen Menschen Respekt zu haben. Titanic, Rezessionsangst geht in Deutschland um, nackt, arm rechts. Frage, sind wir alle Ossis? Spiegel, so ist er, der Ossi. Wie der Osten tickt und warum er anders wählt. Ticken tun auch Bomben. Also Bomben und der Ossi ticken. Frustriert und rechts, wie tickt der Ossi? Hessischer Rundfunk. Meine Damen und Herren, ausnahmsweise stammen diese Zitate alle von Politikern und Medien, die sich in den Altbundesländern verorten, dem Westen Deutschland. Und damit ist auch ganz klar, es geht eigentlich gar nicht wirklich um das Problemfeld Osten, sondern einzig und allein um die Art, wie der Westen den Osten sieht. Und was wir hier erleben, sind Zustandsbeschreibungsmechanismen, Vorurteile, Stereotype, Ressentiments, Schematisierung, all das erfolgt. Und Sie hier im Hause als versammelte Sittenwächter sind doch sonst immer total kleinlich, wenn es um vermeintliche Vorurteile und Pauschalisierung geht. Aber ausgerechnet bei Döpfner treten Sie, Herr Gebhardt, auf den Plan. Opfer dieser eben zitierten Vorverurteilung sind nämlich, Herr Gebhardt, keine Migranten, es sind nur Ostdeutsche. Für Sie also, Herr Gebhardt, wenn man Ihr Antragsgeschehen sieht, wie häufig Frau Nagel hier über Flucht und Vertreibung redet, könnte man den Eindruck gewinnen, der Ostdeutsche ist ein Mensch zweiter Klasse. Denn Aufschrei und Distanzierung findet bei den anderen Parteien eigentlich überhaupt nicht statt. Aber zum eigentlichen Thema zurück, worum geht es hier eigentlich? Es geht um eine private Unterhaltung, es geht um Indiskretion. Das ist kein Zufall, sondern Teil einer Langfriststrategie. Es geht darum, Döpfner dabei in die Affäre des Ex-Bildchefs Julian Reichel mit hineingezogen wird. Dies ist erklärte Absicht von Medien wie zum Beispiel NDR, Bayerischer Rundfunk, aber auch Spiegel und Stern. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Richter? Ja. Herr Richter, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Barth,
waren Sie in den letzten Minuten bei der Debatte dabei, haben Sie feststellen können, zuhören können, dass es durchaus Distanzierungen von verschiedenen Seiten hier unserer Fraktionen gab im Blick auf diese Äußerung? Das habe ich gehört. Ich sage aber so, haben Sie sich jemals distanziert, Herr Richter, als zum Beispiel der Spiegel diese unsägliche Überschrift, wie tickt der Osten, ticken, ticken tun Pompen, ich sage es immer wieder. Da hätte auch mal ein Aufschrei erfolgen können. Da hätten wir auch mal eine Debatte hören können. Ein Wecker, da haben Sie recht, der tickt auch. Aber eben auch Bomben und Ossis aus Sicht des Spiegels. Also das ist das, was ich Ihnen sagen wollte. Man hätte auch bei diesen Zitaten bereits hier darüber debattieren können. Wir tun es aber heute, weil es jemand aus der wertkonservativen Seite getan hat. Und deshalb geht es hier um eine Debatte. Ich beantworte immer noch die Frage, Frau Vorsitzende. Linke Medien gegen rechte Medien. Und die rechten Medien sind keine Freunde der AfD, das können Sie auch hören. Er hat sich ja entschuldigt, ich meine nicht den Osten, sondern ich meine eigentlich die AfD. So, und es geht hier darum, was darf gesagt werden? Wo ist der Korridor des Sagbaren und wer bestimmt diesen Diskurs? Das ist das Grundproblem, worum es eigentlich in dieser Debatte hier geht. Und jetzt ist sicher die Beantwortung beendet. Ja, genau, die Beantwortung ist beendet. Und bei aller Aufregung und Empörung über das, was Herrn Döpfner gesagt hat, so dürfen wir aber keinen Fehler machen, nämlich den eigentlichen Konflikt aus dem Auge zu führen. Ich hatte das bereits gesagt. Es gab einen Aufschrei im linken Lager, nämlich um Meinungsfreiheit, Meinungsherrschaft, Deutungshoheit in der medialen Öffentlichkeit. Und worum geht es eigentlich? Es sollen bestimmte Menschen aus der medialen Öffentlichkeit herausgedrängt werden. Und offensichtlich soll jetzt der Name von Herrn Döpfner auch auf einer vermeintlichen, imaginären Liste stehen. Es wäre aber verfehlt aus meiner Sicht, mit Springer und Döpfner Mitleid zu üben. Döpfner selbst hat über seine Medien Welt und Bild versucht, beispielsweise die FDP stark zu schreiben und so Einfluss auf die Politik zu nehmen. Im letzten Wahlkampf wollte er beispielsweise die FDP auf 16% hochschreiben. Da sage ich nur, Unabhängigkeit der Presse, die nur sagt, was ist, das ist, wenn wir solche Beispiele sehen, ein lang vergessener Zustand. Unsere Presse, das müssen wir feststellen, ist teilweise selbst zum politischen Akteur verkommen. Und die jüngste Ausrede, die Herr Döpfner hier getroffen hat, er habe mit der Schmähkritik an Ostdeutschland ausgerechnet unsere Partei gemeint, zeigt ja, ist ja letztendlich wieder ein aktuelles Beispiel dafür. Meine Damen und Herren, ich habe noch 5 Minuten. Ich würde gerne noch eine dritte Rederunde mit Ihnen führen, wie wir das alles besser machen können. Wir wollen ja nicht nur meckern, sondern wir wollen auch was erreichen. Herr Gebhardt, vielleicht beteiligen Sie sich an dieser Debatte auch noch. Wird von den Bündnisgrünen noch das Wort gewünscht? Das ist der Fall. Herr Löser, bitte. Es sind noch knapp 2 Minuten zur Orientierung. Ich habe es. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich möchte gerne noch mal ganz konkret zurückkommen auf die Frage, wenn wir sagen, es gibt strukturelle Benachteiligung des Ostens, was machen wir dann damit? Wir haben vorhin Themen benannt, zum Thema Lohnunterschied zum Beispiel und Vermögen. Wir als Grüne sagen klar, wir wollen die Stärkung der Arbeitnehmerinnen in Sachsen. Wir wollen die Stärkung der Tarifbindung. Sachsen darf nicht Billiglohnland sein. Dann kann auch Vermögen aufgebaut werden. Und das ist, scheint mir, bei dem Thema bisher noch gar nicht benannt worden. Konkret haben wir uns als Grüne beispielsweise auch für den DDR-Rentenhärtefallfonds eingesetzt und ihn unterstützt. Leider gab es dafür keine Mehrheit. Wir wollen die Ansiedlung von mehr Bundeseinrichtungen in Ostdeutschland, denn gute Löhne in öffentlicher Hand haben auch Vorbildwirkung auf die freie Wirtschaft. Zum Thema Wohneigentum. Wir wollen die Stärkung der Eigentumsquote. Wir unterstützen das Thema Wohneigentumsbildung und die Koalition tut dies auch bereits.
Das sehr schwierige Thema Repräsentanz und Führungspositionen, das ist sehr wichtig, denn es ist klar, durch Unterrepräsentanz fühlen sich viele nicht abgebildet und es fällt leicht, das Narrativ, die da oben, was auch in der DDR schon gab, zu bedienen und sich aus Gesellschaft aktiv oder passiv zurückzuziehen. Da kommen wir zur sehr heiklen Frage Quote. Wer ist denn nun eigentlich Ostdeutsch? Wann ist man Ostdeutsch? Die Definition müsste ja gerichtsfest sein, denn es geht um Einstellungsverfahren zum Beispiel an Hochschulen. Wir verweisen da auf das Konzept des Ostbeauftragten der Bundesregierung, mehr Ostdeutsche in Führungspositionen von Carsten Schneider vom Januar 2023. Wichtig ist dabei, was leiten die Bundesländer daraus ab? Außerdem glaube ich persönlich, sollten wir gesamtdeutsch mal über Symbolik reden. 90 war versprochen, eine gemeinsame Verfassung ist nie gekommen. Die Frage nach der Hymne, die Frage von gemeinsamen Feiertagen. Abschließend zwei Gedanken. Wir im Osten Lebende sollten selbstbewusst durch die Welt gehen, denn wir haben Transformationserfahrungen. Und statt beispielsweise die Energiewende nur schlecht zu reden, sollten wir die Chancen beschreiben. Sachsen war schon immer stark, vor allem in Zeiten der Transformation. Und wenn es in Sachsen normal ist, dass mein Kollege aus dem Bundestag, Kasım Tahersalay, sagt, er ist Sachse und Muslim aus Ostdeutschland und das mit seinem herrlichen Nuklear versieht, dann leben wir in dem Sachsen, wie ich es mir wünsche, weltoffen, tolerant, demokratisch, nachdenklich und selbstbewusst. Vielen Dank. Die SPD-Fraktion hat noch 50 Sekunden. Wollen Sie sich der Herausforderung stellen? Herr Richter, bitte. Vielen Dank. Entschuldigung nochmal, dass ich die Uhrzeit falsch eingeschätzt habe. Der 3. Oktober in 15 Sekunden ist das vielleicht noch zu sagen. Leider ein verkorkstes Datum. Der 9. November wäre der bessere Nationalfeiertag. Wir würden Vormittag dahin gehen, beispielsweise an die Gedenkstätten für Sinti und Roma auf den jüdischen Friedhof und sehen, was Deutschland schon angerichtet hat in der Geschichte. Und abends würden wir feiern und damit auch mit diesem Feiertag eine besondere Leistung der Menschen aus der DDR für das wiedervereinigte Deutschland begehen. Danke. So, und wir beginnen jetzt wieder mit der AfD. Herr Barth, Sie wollten sich... Ach so, Entschuldigung, Moment, die Linken habe ich vergessen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Herr Gebhardt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich will die Redezeit noch mal benutzen, um tatsächlich auf ein paar Sachen einzugehen. Ich will mich ausdrücklich beim Herrn Richter und Herrn Löser bedanken für die sehr nachdenklichen Worte auch. Die muss man nicht immer alle teilen, aber zeigt ja, dass dieses Thema tatsächlich auch noch sehr umfassend darzustellen ist. Herr Richter, selbst mit dem Verweis, die Sie jetzt noch mal gemacht haben mit dem 3. Oktober und mit dem 9. November, haben Sie schon auch ein bisschen dieses Lebensgefühl angesprochen, dass es damit tatsächlich auch um etwas geht, was wahrscheinlich tatsächlich um den 3. Oktober 1990 gar nicht möglich gewesen wäre, nämlich eine ernsthafte Debatte darüber zu führen, wann ist der gemeinsame Nationalfeiertag für die Bundesrepublik Deutschland. Ich will mich auch bei Herrn Breitenbruch bedanken für teilweise sehr nachdenkliche Worte. Ich weiß ja, dass Sie tatsächlich darunter auch tatsächlich persönlich manchmal leiden. Wir haben darüber, glaube ich, auch schon mal miteinander gesprochen. Und mir geht das ja ein bisschen so ähnlich, umgedrehterweise. Mein erwachsener Sohn wohnt in Rheinland-Pfalz und muss sich manchmal rechtfertigen, ne, für seinen Vater dann auch noch plötzlich, wenn dann das vielleicht dann doch selbst in Rheinland-Pfalz dann noch bekannt wird, dass das ein Linker ist, der dann auch noch hier im Sächsischen Landtag irgendwie komische Sachen redet. Das mit der Bild und mit dem Baut, das will ich jetzt nicht kommentieren. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die ist, da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht einig. Herr Vogt, Sie haben genau das gemacht, was die CDU seit 30 Jahren macht. Ne? Sie hat über Dinge geredet und glaubt, Sie können alles damit wegwischen, wenn Sie nur sagen, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung und die Sachsen haben eine tolle Leistung gemacht. Niemand der Linken hat jemals in Frage gestellt, dass die Aufbauleistung von Sächsinnen und Sachsen gemacht worden ist. Sie stellen es nur immer so hin, als wenn es vom Himmel gefallen wäre, weil es die CDU gemacht hat. Und das ist die Kritik, die wir seit vielen Jahren machen. Die haben auch genau mit dieser Einstellung dazu beigetragen, dass die Stimmungslage im Freistaat Sachsen so ist, wie sie derzeitig aktuell ist. Mit einer Arroganz, mit einer Überheblichkeit und mit viel, viel demokratischen
Wegnahme von demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten, weil Sie ja immer gesagt haben, ne, wir machen das schon. Und das ist genau ein großes Problem, das wir im Freistaat Sachsen haben. Und deswegen hätte ich mir eher gewünscht, dass Sie uns nicht vorwerfen, dass wir hier graue Töne zeichnen würden, sondern es hätte Ihnen schon mal gut gestanden, auch sächsische CDU tatsächlich in dem Falle mal graue Töne zu zeichnen und nicht wieder schwarz-weiß alles anzumalen. Und Entschuldigung, der Versuch, sich hinzustellen und zu sagen, das ist eine innere Angelegenheit des Verlages, da haben Sie sich ja an Ihren Ministerpräsidenten orientiert, übrigens der Ministerpräsident, der zu allem was zu sagen hat, hat an der Stelle ausnahmsweise keine Meinung, aber an demselben Sonntag macht er dann eine Veröffentlichung bei Bild am Sonntag. Das ist schon ein bisschen eine eigenartige Art und Weise zu sagen, das ist jetzt eine Angelegenheit des Verlages, wenn es um eine recht national entscheidende Debatte geht. Ich will noch mal sagen, auch wir sind nicht diejenigen, die uns das alles immer ausdenken. Ich will jetzt mal aus dem jüngsten sächsischen Sozialbericht noch mal was berichten, übrigens hier von der sächsischen Staatsregierung herausgegeben. Da steht, und zum Nachlesen für Sie, Herr Vogt, das durchschnittliche Geldvermögen der sächsischen Haushalte ist 17.000 Euro niedriger als der Bundesdurchschnitt. Das sächsische Haushaltsgeldvermögen, und es hat noch nichts mit 40 Jahren DDR zu tun, sondern mit 33 Jahren Politik der CDU in Sachsen. Das ist doch der Fakt. Und dass fast jeder fünfte Sachse kein Vermögen verfügt, hat auch nichts damit zu tun, dass die DDR untergegangen ist, sondern mit ihrer Politik in den letzten Jahren. Und deswegen ist die Ungleichheit, die hier stattgefunden hat, das, was wir kritisieren und nicht eine Schwarz-Weiß-Malerei. Die Vergangenheit lässt sich nicht ungeschehen machen. Aber Ost- und Westdeutsche können gemeinsam dafür sorgen, Herr von Breitenbuch hat es ja gerade getan, dass die Zukunft gerechter wird, indem wir auch gemeinsam darüber reden. Und auch das muss ich noch mal loswerden. Niemand aus meiner Fraktion, auch ich habe das in keiner Diskussion gemacht, hat Westdeutsche allgemein verunglimpft. Würde ich ja Herrn Schenk zuwiderreden, würde ich Herrn von Breitenbruch zuwiderreden, Herrn Motschiedler und selbst Herrn Mackenroth, mit denen ich bestimmt schon oft genug gestritten habe, hat einen Anteil daran, dass im Freistaat Sachsen es vorangegangen ist. Wir haben diese Debatte nicht aufgemacht. Deswegen hätten Sie Ihre Rede vielleicht an meine anpassen sollen und nicht das vorlesen, was Sie sich vorher ausgedacht haben. Wir als Linke unterscheiden uns nicht von der, wir unterscheiden uns ganz klar von der Rechtsaußenpartei AfD, nämlich weil wir uns für die Interessen der Ostdeutschen deswegen einsetzen, weil wir niemals Gruppen von Benachteiligten gegeneinander ausspielen. Das ist das, was Sie machen und deswegen können Sie nicht dafür reden. Vielen Dank. So, und jetzt noch mal die AfD-Fraktion, Herr Abgeordneter Barth. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Gebhardt, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, von Ihnen zu hören, wie wir das besser machen können, was wir alles verbessern können. Nichts kam. Aber bei den Zitaten von uns fällt mir jetzt gerade noch ein. Wir nehmen jetzt mal an, ein sächsischer Minister würde eine Fraktion hier in dem Hause hier als Verbrecher bezeichnen. Als Verbrecher. Nehmen wir mal an, das würde geschehen. Würde das nicht auch die Partei und 30% der Wähler und damit auch den Osten diskreditieren? Die Frage kam mir gerade hier in der Pause, als ich noch über weitere aktuelle Zitate nachgedacht habe. Aber wer die Benachteiligung der Ostdeutschen beenden will, der muss Ostdeutsche in Führungspositionen lassen. Und schauen wir uns da zum Beispiel mal die Besetzung der Rektorenposten an sächsischen Hochschulen an. Ursula Staudinger, Rektorin der TU Dresden aus Nürnberg, nahm an der Pegida-Demo 2021 teil und belehrte die Dresdner über Diversität. Sie lässt sich mit folgenden Worten zitieren: Von offizieller Seite würden wir uns manchmal eine deutlichere Positionierung gegen Rassismus und Gewalt wünschen. Zitat Ende. Leipzigs Unirektorin Eva Ines Oberpfell aus dem Saarland sieht Klimaneutralität als Leitmotiv und verteidigt leidenschaftlich das korrekte Gendern.
Und Herr Professor Dr. Strohmeier, Rektor der Technischen Universität Chemnitz, aus Bayern stammend, lässt die Regenbogenflagge hissen und nervt nicht nur, aber auch seine Studenten mit Weltoffenheit, Vielfalt und Rechtsextremismus, bla bla. Eine derart dreiste Überheblichkeit können sich diese Rektoren sparen. Und meine Damen und Herren, besondere Leistungen, die nicht auch Ostdeutsche erbringen könnten, sehe ich bei den vorgenannten Persönlichkeiten nicht, beziehungsweise sind die nicht überliefert. Ein positives Beispiel aus dem Bildungssektor, um jetzt mal einen konkreten Vorschlag hier zu machen, ist freilich der Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann, der zu Recht zur Einschätzung kommt. Nicht der Osten spaltet die Gesellschaft, sondern der Westen. Und meine Damen und Herren, als gebürtiger Gother wäre er im Gegensatz zu den vorgenannten Personen eben ein würdiger Rektor einer ostdeutschen Universität, meine Damen und Herren. Ergänzend möchte ich noch mal einige Gedanken aus der vorherigen Rederunde aufgreifen. Wie bereits von mir festgestellt, geht es nicht um eine Jammerdebatte, denn in der Realität gibt es auch eine Studie des Rheingold-Instituts, und die ist schon alt, aus dem Jahr 2009. Und diese kommt zusammenzufassend über den Osten zu folgendem Befund. Den Jammer-Ossi, Herr Gebhardt, den gibt es überhaupt nicht. Die Ossis sind realistischer, bescheidener, verständnisvoller und leiden zumeist still an fehlender Anerkennung. Vom Osten lernen heißt also, Krisen zu bestehen lernen. Die Ostdeutschen haben es geschafft, gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen und privaten Umstürzen zu trotzen und ein eigenes und neues Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und meine Damen und Herren, es ist schön hier im Osten. Und trotz aller linken Hirngespinste haben die Ossis viel erreicht, worauf sie stolz sein können. Und ich möchte mit den Worten schließen, zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. So, und ich darf jetzt abschließend die Staatsregierung noch aufrufen, Herr Minister Schenk, bitte. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die durch eine Recherche der Zeit bekannt gewordenen Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden der Verlagsgruppe Axel Springer, Matthias Döpfner, sind heute der Anlass dieser Debatte. Zunächst möchte ich mal klarstellen, dass wir zur Mitteilung, die einer internen Korrespondenz entstammen, von der sächsischen Staatsregierung grundsätzlich nicht kommentieren. Wie Menschen sich privat äußern, ist ihrem jeweiligen Maßstab überlassen. In Teilen mag es verwundern, wie wenig ambitioniert dieser Maßstab sein kann. Ich würde mich daher weitgehend mit dem dahinterliegenden Thema beschäftigen, wie viele andere auch schon, das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes 1990. Gestatten Sie mir an der Stelle ein paar persönliche Bemerkungen zu Beginn. Ich bin geboren in Bayern, aufgewachsen im Rheinland und lebe nunmehr seit fast 30 Jahren im Freistaat Sachsen. Hier konnte ich mich beruflich entwickeln und ich bin sehr dankbar, dem Freistaat und seinen Bürgerinnen und Bürgern dienen zu dürfen. Ich habe hier Freunde gefunden, ich bin hier glücklich mit meiner Familie. Ich könnte gar nicht mehr so genau sagen, ob ich Süddeutscher, Westdeutscher oder Westdeutscher bin. Und meine Damen und Herren, mit der Einheit Deutschlands wurde die Unfreiheit in der ehemaligen DDR überwunden. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit konnten errungen werden. Das wurde von denen maßgeblich erkämpft, die unter der Abwesenheit der Freiheit, des Rechts und der Demokratie litten, die diese enge wahrnahmen und nicht akzeptierten. Das waren die couragierten Menschen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, die unter hohem persönlichen Risiko auf die Straße gingen und der kommunistischen Diktatur die Stirn boten.
Seit der Wiedervereinigung arbeiten zahllose Menschen daran, dass unser Land prosperiert und seine Stärken entfaltet. Egal aus welchem Teil Deutschlands sie kommen und wo sie ihren Dienst tun. Viele Menschen haben nach der Friedlichen Revolution ihre Komfortzone verlassen müssen und einen Neuanfang gewagt. Sie haben Chancen genutzt und sind Risiken eingegangen. Sie haben selbstverständlich auch Unbequemlichkeiten in Kauf genommen, für sich persönlich, auch als Familien. Menschen aus West und Ost sind gemeinsam durch die schwierigen Jahre der Transformation in den 90er Jahren gegangen. Sie haben viel Kraft investiert, damit der Osten Deutschlands stark wird, die Auswirkungen der Planwirtschaft und der Unfreiheit überwunden wurden. Und es ist richtig, dass zuallererst die Menschen in den neuen Bundesländern die teils gravierenden Folgen der umfassenden Veränderung tragen mussten. Mit Energie und Begeisterung haben sie aber wieder freigelegt, was verschüttet war. Von den Flussläufen, den Kulturdenkmälern, der Altbausubstanz bis zum großen Potenzial der Industrie in Ostdeutschland, wie zum Beispiel bei uns der Halbleiterindustrie und der Automobilindustrie. Dabei ist bei weitem nicht alles gelungen, aber es ist enorm viel gelungen und geglückt. Und das zahlt auf das Konto Gesamtdeutschlands ein. Sicher hätten viele Erfahrungen der Menschen hier noch besser genutzt werden können. Sicher sind in manchen Bereichen zu wenige Sachsen vertreten. Aber auch hier gilt, im Nachhinein ist man immer klüger. Lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir Ungleichheit beseitigen. Ich unterstütze die Aussage unseres Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ausdrücklich. Zitat: Mehr Ostdeutsche in Führungsjobs stärken den Zusammenhalt in ganz Deutschland. Es ist völlig klar, ob in Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft oder den Medien. Wir brauchen mehr Frauen und Männer mit ostdeutschen Wurzeln in Führungspositionen. Zitat Ende. Bei dieser gemeinsamen Anstrengung seit 1990 sind erfolgreiche Partnerschaften und tiefe Freundschaften entstanden. Die Menschen, die sowohl innerlich als auch äußerlich aufgebrochen sind und diese Aufgabe angenommen haben, sind zusammengewachsen. Sie verbindet Erfolge und Niederlagen. Sie kennen sich, sie schätzen sich, sie stehen für das vereinte Deutschland. Diese gemeinsame Leistung, die tausendfach auf persönlicher Ebene errungen innere Freiheit, das macht das Vereinigungswerk aus. Darüber sollten wir uns definieren. Das ist der Maßstab. Es ist unsere Pflicht, die Idee des ungeteilten deutschen Vaterlandes in unseren Herzen zu bewahren. Dieses Zitat stammt von Axel Springer. Er hat dies in einer Zeit gesagt, als viele sich mit der Teilung Deutschlands abgefunden hatten. Die Einheit Deutschlands gehört zum Identitätskern des Verlages. Sie treuhänderisch zu pflegen, ist die Aufgabe der Verlagsleitung. Dass sich Axel Springer als Verleger öffentlich zur Überwindung der Teilung Deutschlands bekannte, sie nicht akzeptierte, zeugte von Courage und zeigte, dass es ihm ein Herzensthema war. Axel Springer ist noch immer eine publizistische Figur, ist die große Vorbildwirkung besonders für Journalisten. Er setzt die Maßstäbe in seinem Haus. Für die Verantwortlichen im Hause Springer ist das Bekenntnis zur Idee des Verlegers Einstellungsvoraussetzung. Wer sich dagegen innerlich verschanzt, dessen Welt und dessen Herz werden eng und dessen Urteilskraft ist eingeschränkt. Wenn dies Persönlichkeiten passiert, die durch ihre öffentliche Position einen besonderen Einfluss haben und deren Urteilskraft nicht im Privaten verbleibt, sondern öffentlich relevant ist, dann wird das für ein Gemeinwesen zum Problem. Insbesondere gilt dies für Persönlichkeiten, die der Qualität der öffentlichen Debatte verpflichtet sind und darin eine Freiheitsgarantie sehen. In diesem Sinne lassen wir uns nicht durch solche Äußerungen auseinanderdividieren. Lassen Sie uns das Trennende beenden und das Verbindende betonen. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.